Willkommen zu einer weiteren Folge Civilization Beyond Earth. Wir Erwachsenen haben deshalb wohl auch eine miese Gesundheit, abnehmend Energie, aber noch genügend Reserve. Noch keinen Feindkontakt. Dafür sehen wir zum Beispiel hier, dass unser Gegner genauso weit sind wie wir. Und nicht jeder mag uns. Ist ja nicht schlimm. Wir mögen auch nicht jeden. Das hier, ne? Hier tun wir unsere Turnier. Versammeln wir unsere Truppen. Die Erdins auch. So. Der ist hier fertig. Wir können noch keinen Galaxie bauen. Klar können wir das. Dann mach das mal, ne? Das hat genügend Module, ist gesund und sollte eigentlich erkunden automatisch. Mach das mal. So. Der muss hoffentlich nicht gegen die Aliens kämpfen, sondern kann schön Bubu machen. Handelskonvoi natürlich. 11, klingt gut. 10, 9, 10, nee, 9, peinlich. 10, 9, in Frankfurt. Aber aus politischen Gründen wäre das mal ganz, ganz gut, ne? Vielleicht mag er uns dann. So, hier haben wir den Einsatzort. Fernangriff. Der kann erkunden, so viel er will. Und das muss irgendwie hier vorbei. Schafft er aber auch locker. Oh nein! Das war nicht so geplant. So, Agent ist durch. Er kann Energie abschöpfen. Kann nicht schaden. Alien ist. Tja. Raketenbeschuss haben wir keinen. In petto. Dann macht's mal. Der hier. Der hält voll drauf und der macht den Rest. Das war's auch schon. Tja, und hier. Kommt gar nicht mehr zu warten hier auf die Artillerie, wie es aussieht. Direkt rein aufräumen. Terraform haben wir entdeckt. Das ist gut. Das war hier. Wir wollen ja die Vorherrschaft. Das bringt Nahrung. So nicht so scharf drauf. Bau.
nichts, was sich einen so aufdrängen würde, oder? Irgendwie uncool. Das könnten wir machen. Kostet aber alles Energie. Ne? Okay, haben wir das hier. Stufe 9. Sabber. Ist Militär. Wissenschaft. Also das ist. Ne? Wäre eine Option. Sagen. Ja, Gesundheit, ne? Gesundheit. Nehmen wir mal das hier. Oh. Müssen wir erst das machen. Naja. Auch nicht schlimm. Und danach. Gleich das hier, ne? Das hat uns auch gefallen. Das Thema durch. Der muss was für Gesundheit tun. Eigentlich. Reliquie, natürlich. Im Zweifel. Der Recycler. Mal Rom. Ne, guck mal, eine Zentrale. Ja. Flaxit. Der geht wohl drauf, ne? Werden wir gleich sehen. Der arme Held. Ja, verdammt eine Krake. Der ist fertig, schafft er nicht. Torgovlia opiera się nie na potrzebach. Das ist das Stärkste, ne? Hat wenig Energie, aber ein Plus. Kriegt viel Wissenschaft pro Runde. Also mit dem Stärksten sich gut stellen, wäre, glaube ich, nicht schlecht. Aus politischen Gründen, sag ich mal. Ja. Mezgadny. Und hoffe, er kommt nicht gleich mit drei Städten angerauscht. Doofe Aliens. Doofe Aliens. Warum sind sie so ärgerlich? Ich hab den doch nichts gemacht. Handelskonvoi. 11, jo. Ja. Eine Phase der Kooperation. Leiten wir mal hier mit ein. Auf dem Lassen raus. Ja, der muss jetzt mal anfangen hier. Okay, er hat es geschafft. Und düst gleich mal hier weiter. Der könnte killen. Mit großen Opfern. Ist kein Schisser, er macht das.
Spaß. So. Jetzt aus dem Jasna raus. Und der kann jetzt hier abbauen. Plantage. Was baut er ab? Schwämme und Pilze baut er ab, okay? Er baut gar nichts ab, sondern macht hier ein auf Pflanzen. Jo. Und da genauso. Jo, die Flanke ist sicher. Da mag keinen Stress. Absolut nicht. Ich glaube, der hier, ne? Fehlt da unten nach Süden. Gut. Auch der hier macht eine Linie. Nächste Runde. Der nicht im ersten Mal, der kann sich ja heilen. Minus 19 immer noch. Verdammung. Puh. Was für Folgen hat die Auswahl? Kann man nicht sehen, ne? Das ist blöd. Nun gut. Nichtssagende Antwort. Aber Daumen ist der Schwächste. Also wenn wir mit jemandem im Krieg riskieren könnten, dann wohl mit dir. So. Gut, auch der ist fertig. Wollen wir was abbauen? Hier geht's nichts, aber hier gibt's Erdöl. Kann ja nicht schaden. Und der verpisst sich erstmal, ne? Bevor was von dem Manticore auf die Tür kriegt. Ich würde sagen. Wohin? Hier auf dem Hügel, ne? So. Und der soll. Frei von irgendwelchen. Auch ganz nett für eine Stadt. Man sieht mal hier hin. Verkrümeln. Phyraxit. Jawohl. Abbauen. Tja. Auch den will ich hier irgendwie dann vorbei kriegen. Mensch. Schmuggeln. Oh. Unglaublich, ne? Soll sich ausheilen, soll sich ausheilen. Die Magbahn bauen. Hat aber gemacht. Dann kann er hierher. Und den Xenomasse-Bonn bauen, ne? Was noch sonst? Mem-Bereiter beendet. Schön. Okay. Produktion. Drei Runden geht schnell. Die wir wohl wirklich uns anpissen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich Bock auf eine neue Stadt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Wo brummt der hier? Mein lieber Scholli. Okay, ein Stadt bauen wir. Dann nur noch Militär versprochen. Le commerce fonctionne quand on comprend l'autre. Ja, ne? Für quasi für lau. Nee, diese Währung gefällt mir nicht. Wie ihr schon wisst. Auch die ist
ist unser Partner hier, Utan? Nee, der hier. Und zu dem schicke ich Antrimas hin. Okay, verstehe. Oh, Gesundheit kostet das, aber hilft nichts, dann müssen wir durch. Verschanzen? Tja. Das ist ungesund. Muss man außenrum, ne? Ist gut. Ja, auch 10. Hier gibt es deutlich mehr, aber da zwingt sich ein Wechsel nicht quasi auf. Auch der kann sich verschanzen. Neuer 10. Reparaturanlage. Und wir brauchen eine neue Runde. Wieder 25 Minus. Nicht gut? Nicht gut. So. Jetzt angekommen am Ziel. Hervorragend. Pardon. So, Lissabon. Neue Stadt. Hm? Wird sich hier anbieten. Oder hier. Sagen. Ja. Gut, hier ist er jetzt frei. Kann sich heilen. Und wir gehen in die nächste Runde. Minus 27. Der Trend geht in die falsche Richtung. Aber nochmal. Wir sind auf Platz 2 von 8. Alle haben einen Job. Das ist okay. Oh. Ah. Wir haben einen asiatischen Agenten getötet. Das kann nicht schaden. Die sind im Krieg, kann auch nicht schaden. Denke ich mal. Der hat sich außen rumgeschlichen, soweit so gut. Ohohoho. Meine Güte. Ja, wie weit außen rum will der noch fahren, ne? Das muss funktionieren. Wird hier ausgeheilt, der genauso. Tja. Militär schicken wir jetzt irgendwo hin. Und mit irgendwo meinen wir natürlich. Meinen wir natürlich. Ja, ja. Terraforming, ne? Bringt schon was. Man kann hier auf Kosten und Unterhalt aufbauen. Das ist zu teuer. Wir schwimmen nicht in Geld. Leider noch nicht.
schicken. Auch der baut einen Recycler. Das wäre Radar. Den haben wir gerne mal. Laser-Konzert. Ich finde, ein Bautrupp kann nicht schaden. Und nächste Runde. Genau. Der bleibt hier. In Bereitschaft. Nächste Runde. Was? Ich glaube schon. In dem Fall sind Dreh wohl die bessere, ne? Das ist in Europa, das ist pazifistisch. Krieg nur, wenn es sein muss. Ein Kreuzer. Der angegriffen? Nee, ne? So. Der kommt dann zwar nahe, aber. Look. Nicht nahe genug. Handelskonvoi 10. Können wir nur mehr? Nein. Wenn es uns nur Energie kostet. Jo. Zack. Bau, bau, bau. Bringt das was? Nö, ne? Nimm keinen Krieg. Abschreckung. Ist so eine Flugzeugträger gar nicht schlecht. Aber kann ich nicht bauen. Aus irgendeinem Grund kann ich hier kein Schiff bauen. Verdammt. Natürlich aber Flugzeug. Nichts mit Schreppulsor. Pedipal. Also gut. Dann eben. Noch ein Jünger. Minus 32. Einheit Unterhalt, ne? Mist. Nun gut. Nun gut kann noch nicht schaden. Ich höre auf, Einheiten zu bauen.
kostet mich schon die Energie. Nehmen wir das. Tja. Genau. Wir wollten ja einen noch bauen. Aus politischen Gründen. Flugzeugträger. Dann können wir eigentlich den da mal versuchen, wo zu schicken. Genau. Warum parkt er hier auf der Wand? Ein Lagerausschuss hier. Okay. Der soll Magbahn bauen. Jawohl. Und ab zur nächsten Runde. Zum Glück greift uns gar keiner an.
Das nehmen wir noch. Klar, zweiter. Von dem Krieg hier kriege ich gar nichts mit. So. Tja. Alles sind wir jetzt ganz durch. Er kann hier noch was machen. Handelskonvoi. 12. Wächst das? Kann das sein? Jo. Was ist denn sonst so? Das muss ich verdrücken. Was machen wir hier? Hier ist nichts. Also gut, dann. Doch hier. Unsere Energie geht flöten. Das ist fast noch schlimmer als die Gesundheit. Wir bauen jetzt kein Militär mehr. Definitiv. Gut. Aber nicht gut. Je nachdem. Ihr seht, wie es weitergeht. Und ihr könnt noch weiter sehen, wie es noch weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Euer Nebelon.